Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Crypto and More. Wir sind weiterhin in der gleichen Aufnahmesession, nur wir haben dieses Thema, wird jetzt eher veröffentlicht, als wir das jetzt gedacht haben, weil es einfach ein brandaktuelles Thema ist. Ich denke, das wird eine relativ interessante Folge werden, weil Deutschland viel momentan darüber redet. Deswegen haben wir gesagt, okay, nee, komm, wir sprechen jetzt auch mal ein bisschen darüber. Und ja, ansonsten herzlich willkommen, René. Ich habe dich vermisst, die letzten 5 Minuten, wo ich was trinken war. Und starte doch einfach mal mit dem Zitat. Wir machen jetzt keine lange Einführung. Wer stark genug ist, alle zu unterdrücken, ist auch stark genug. Alles klar. Wir fangen von vorne an. Wer stark genug ist, alle zu schützen, ist auch stark genug, alle zu unterdrücken. Das Zitat ist von Thomas Hobbes und zielt auf den Staat ab und das staatliche Gewaltmonopol. Ja, würde ich sagen, trifft 1:1 zu. Also komplett. Und jetzt, was ist denn unser Thema für die heutige Folge? Ja, unser heutiges Thema, und deswegen geiles Zitat eigentlich, ist das, oder der Podcast wohl eher gesagt, Hoss und Hopf. Mittlerweile der erfolgreichste Podcast, jetzt innerhalb von ein bisschen mehr als einem Jahr, ist es jetzt der erfolgreichste Podcast in ganz Deutschland geworden. Mit natürlich auch einer, muss man wirklich den echt mal lassen, einer verdammt geilen Marketingstrategie zu sagen, ey Leute, postet Videos von uns und die meistgesehenen Videos kriegen dann auch Geld dafür und sowas. Und haben sich damit innerhalb von einem Jahr ohne Sponsoring von Spotify oder anderen Podcast-Kanälen zum erfolgreichsten Podcast in Deutschland gewappnet. Man muss dazu sagen, natürlich auch mit kontroversen Themen, mit Politik natürlich, was wir hier auch ab und zu mal machen, aber auch mit hilfreichen Themen, sage ich jetzt mal, was Mindset und sowas anbelangt, das wird von vielen vielleicht mittlerweile in Vergessenheit geraten. Aber vor allem in den letzten Wochen und Monaten ist natürlich dieser Kanal extrem gewachsen von Hoss und Hopf durch eben auch politische Themen, durch Aufdeckungen, aber natürlich auch viel durch Fakten, die halt auch an die Öffentlichkeit gekommen sind. Das muss man auch dazu lassen. Und jetzt, warum wir dieses Thema machen, ist einfach, weil die Medien jetzt geil darauf geworden sind, auf diesen Podcast oder aufmerksam darauf geworden sind, nachdem es jetzt der erfolgreichste in Deutschland eben ist oder zwischenzeitlich mal war oder jetzt immer noch ist. Und ja, dadurch gab es jetzt sehr, sehr viele in den letzten, ich glaube seit 4 Tagen oder sowas, fängt da so langsam so dieser Shitstorm an, was so die Presse und sowas macht. Vor allem durch den Stern-Artikel, der natürlich auch absolut ins Auge sticht. Einer der erfolgreichsten Podcasts impft unsere Kinder mit radikalen Gedankengut und keiner kriegt es mit. Allein schon diese Überschrift finde ich schon echt krass. Also vom Stern auch diese Überschrift und wie man auf YouTube da wirbt, Hoss und Hopf Podcast verbreitet AfD-Parolen unter Jugendlichen. Also damit wird geworben auf Google, verbreitet AfD-Parolen unter Jugendlichen. Wenn du den Artikel dann öffnest, heißt der Artikel so, wie ich ihn am Anfang vorgelesen habe. Also da wird auch so ein bisschen Clickbait und sowas beworben. Aber man geht hier schon ganz klar in diese Richtung, diesen Podcast unter rechts zu stellen. Also rechtsradikal, das Geile ist ja, ich weiß nicht, wer von euch da draußen diesen Podcast hört. Ich höre ihn, bin ich ehrlich, also kann man ja auch ganz deutlich so sagen. Es wurde von Philipp Hopf persönlich vor 2 Wochen ja noch angekündigt, dass es früher oder später soweit kommen wird, nachdem diverse Medienunternehmen, wie eben auch der Stern und SWR und was weiß ich, wie sie alle heißen, zu einem Interview geladen haben und er da schon rausgehört hat, da könnte jetzt so langsam aber sicher diese Medienschelte vorgehen. Und wie gesagt, Philipp Hopf hat es ja auch gesagt, dass, ich bilde mir ein, Tim Gabel das gemeint hat, wartet ab, bis ihr der erfolgreichste Podcast in Deutschland seid und ihr werdet sehen, was dann passiert. Ne? Und genauso ist es jetzt auch im Endeffekt bekommen. Jeder berichtet davon. Und das Krasse, oder ich lasse dich jetzt erstmal was sagen. Sorry, ich laber so viel, das hebe ich mir dann noch für gleich auf. Also vielleicht mal deine Worte dazu. Meine Worte dazu, ja, Tim Gabel hat es gesagt. Und zwar, ihr könnt die Uhr danach stellen, sobald ihr auf Platz 1 der Podcast steht, könnt ihr damit rechnen, dass die Medien anfangen, gegen euch zu schießen. Und es wird natürlich verbreitet, dass es ein sehr rechtsextremer Podcast ist und. Und was soll ich großartig viel dazu sagen? Ich höre diesen Podcast nicht aktiv. Zwischendurch höre ich da immer rein. Nur mein Gebiet liegt eher so ein bisschen darauf, ich höre Bücher als Podcast im Grunde. Ja, ich höre lieber Bücher, um mir das für mich mitzunehmen, weil ich denke, für mich ist dieses politische Thema einfach nichts. Dadurch rege ich mich auf, dadurch werde ich aggressiv, bekomme schlechte Laune und. Daher distanziere ich mich so ein bisschen davon, meine persönliche Meinung dazu. Und
An der Stelle muss ich als erstes sagen, ein ganz, 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 ganz großes Lob an Philipp Hopp und an Kilian Hoss. Zwei wirklich Kianosch, Kianosch. unglaubliche Menschen. Was der Hopp sich aufgebaut hat mit dem Philipp Klinkmüller zusammen über dieses Newsportal, Analyseportal im Finanzbereich, absolut stark. Und was einige da draußen auch nicht wissen, ich habe mich sogar bei denen mal als Analyst beworben gehabt. Und ich würde auch immer noch gerne langfristig mit denen mal zusammenarbeiten, mich mit denen zusammensetzen, denn ich denke, von diesen beiden Menschen kann man ganz, ganz viel mitnehmen. Vor allen Dingen denke ich von dem Kilian Hoss, der ist zwar, denke ich, jünger als wir beide, der ist Er heißt ja Anfang Kianosch. 20 Sag einfach Kian. und Sorry. ich nenne ihn einfach Hoss, das ist Ja, angenehmer. mach so. Der Name ist jetzt auch nicht so einfach, aber ich wollte es nur richtig stellen. Sorry, wenn ich dich jetzt unterbrochen habe. Gar kein Problem, ist ja auch richtig so. Und es tut mir leid, wenn ich den Namen falsch ausgesprochen habe. Aber der Hoss ist ein Mensch, mit dem würde ich wirklich sehr, sehr gerne mal zusammenarbeiten. Mit dem würde ich echt gerne mal viel Zeit verbringen, um mir sein Mindset auch mit anzueignen. Auch wenn er wesentlich jünger ist als ich, denke ich, dass ich von diesen Menschen eine ganze, ganze, ganze Menge lernen könnte. Und wenn ihr das hört an der Stelle, meine Tür steht offen, mich mit euch mal zusammenzusetzen, zusammenzuarbeiten oder whatever an der Stelle. Ich finde euch einfach gigantisch. Macht weiter, was ihr macht. Ihr macht einen verdammt, verdammt guten Job. Und man muss auch immer dazu sagen, prüft auch immer mal, was die immer so erzählen. Nicht, dass ich denen jetzt noch irgendwas unterstellen möchte, auf gar keinen Fall. Jeder Mensch kann mal Fehler machen. Menschen sind nicht fehlerfrei. Manchmal übersieht man eine Kleinigkeit. Vor allen Dingen auch im Stress, wenn man viel zu tun hat und, und. Aber sie machen einen guten Job, sie sprechen Themen an, die in Deutschland falsch laufen und natürlich passt das der aktuellen Regierung halt einfach nicht. Ja, also muss ich auch mal sagen, erstmal die zwei eigentlich Bombe, also was sie sich aufgebaut haben, habe ich größten Respekt. Was man von denen persönlich halten will, kann jeder selber machen. Aber ich habe Respekt davor, wer es geschafft hat, sich sowas aufzubauen und sowas, muss man echt mal Respekt da lassen. Was ich aber auch gut von dir jetzt fand, was du gesagt hast, war, jeder soll sich seine eigene Meinung dann selber nochmal bilden oder Fakten oder sowas noch nachprüfen. Und das ist auch der Grund, wem es vielleicht da draußen aufgefallen ist. Dass wir oder ich versuche, wenn ich hier irgendwelche Artikel oder sowas mit reinbringe, dass ich da auf jeden Fall dann auch mittlerweile die Quellen nenne. Ich will auch zukünftig die dann wahrscheinlich auch noch unten dran verlinken und sowas, dass da jeder Bescheid weiß, weil es einfach auch, ich will jetzt hier nicht durch Hören sagen und sowas oder dass wir auch das im Podcast immer so haben, dass man auch bei Fakten bleibt. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ansonsten könnte sowas passieren, wie es jetzt eben gerade bei den zwei passiert. Dass hier manche Aussagen dann einfach an den Pranger gestellt werden. Und natürlich, wie du auch sagst, ich bin voll bei dir mittlerweile. Ich bin mit dem Politikthema bin ich komplett durch, muss ich ehrlicherweise sagen. Mich juckt das Ganze ehrlich gesagt gar nicht mehr. Wir wissen alle, dass es nicht richtig gut läuft. Aber ich bin da komplett raus mittlerweile. Das Thema ist für mich absolut gegessen. Soll jeder machen, was er will. Ich halte mich jetzt da raus. Aber genau das sind halt jetzt eben die Punkte, warum dieser Kanal jetzt eben einerseits natürlich auch so groß geworden ist. Aber. Und das finde ich jetzt einfach so schlimm, dass da jetzt so eine Hetzjagd, so Hetzjagd ist es vielleicht ein bisschen krass, aber dass da jetzt so viel Shitstorm jetzt so von jetzt auf gleich tagtäglich immer, immer mehr auf jeden Fall kommt, dass es sogar dazu geführt hat, dass TikTok mittlerweile einen Kanal gesperrt hat. Also einer von, ich weiß nicht, wie viele tausend TikTok-Kanäle es mittlerweile von Hoss und Hopf gibt, weil halt jeder seinen Kanal da und sowas macht. Aber da wurde jetzt der erste Account, das war. Gestern 19 Uhr der Artikel vom SWR wegen Falschinformation, TikTok sperrt Podcast-Kanal Hoss und Hopf. Sei mal dahingestellt, ob das wirklich alles Falschinformationen waren, aber mich erinnert das Ganze ziemlich stark an Andrew Tate. Sagt dir ja auch was, oder? Bestimmt Andrew Tate sagt dir auch was. Ist ja mittlerweile auf, ich glaube, TikTok komplett gebannt, also jedes Video und sowas von dem gebannt und solche Ausmaße nimmt es jetzt sogar schon mit dem Podcast auf. Und da finde ich. Ich finde es gut generell, wenn sowas gesperrt wird, wenn Falschinformationen da sind. Ich meine, es gehört sich auch nicht. Oder auch Rechtssachen da zu teilen und sowas finde ich absolut an der falschen Stelle. Aber es kommt immer darauf an, was man löscht und ob das wirklich falsche Fakten in dem Sinne waren, weißt du? Ja, ganz kurz für euch da draußen, wer nicht weiß, wer Andrew Tate ist, das ist die Person, die den Putin interviewt hat, richtig? Oder bin ich jetzt Nein, gerade auch Andrew falsch? Tate ist der, wo immer so auf Top G und sowas macht. Putin-Interview hat Tucker Carlson gemacht. Ja, genau, es war Tucker Carlson, aber ist hier im Grunde dasselbe Prinzip dahinter. Andrew Tate kenne ich dann an der Stelle nicht. Okay.
Ja, ist im Endeffekt ja auch ziemlich, ich sage jetzt mal, anti-regierungmäßig, versucht aber den Leuten auch ein bisschen Mindset und sowas. Sehr, sehr kritisch. Also vor allem viele Aussagen von ihm sind sehr, sehr kritisch zu gestalten. Ein Bruchteil davon ist dann auch hilfreich, sage ich jetzt einfach mal. Aber ist auf jeden Fall ein schwieriges Thema. Auf jeden Fall wurde der auch auf TikTok ziemlich verbannt mittlerweile. Also findest fast gar keine Videos mehr über ihn. Instagram geht noch, aber TikTok ganz, ganz schwer. Das doch so ein bisschen dann zu dem Thema Meinungsfreiheit in Deutschland, ne? Ich meine, die Plattformbetreiber von TikTok, Instagram und so, da ist natürlich immer Vorsicht besser als Nachsicht, deswegen immer mal lieber einen zu viel sperren als einen zu wenig, so ein bisschen nach dem Motto, denke ich, finde ich auch okay und richtig so. Dennoch ist es natürlich sehr, sehr schade. Muss man ganz klar sagen, nur man muss das auch aus unternehmerischer Sicht von TikTok und so betrachten, dass die nicht nachher eine Multimilliarden-Dollar-Klage am Hals haben oder whatever, wenn da irgendwas passieren sollte, weil die sind ja, denke ich, in diesem Thema dann auch nicht so astrein drinne. Und da muss man dann auch, finde ich, ein bisschen Verständnis für aufbringen für die Plattformbetreiber. Klar. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass die Regierung oder die wie Stern TV sich nicht mit dem Hoss und Hopf mal zusammensetzt und mit denen mal ein Interview dazu gestaltet oder so, dass man beide Seiten auch mal wirklich gegenüber sieht oder so. Nee, sie gehen direkt hin und gestalten das Ganze so ein bisschen. Sie versuchen rechtsextreme Meinungen zu verbreiten, ja. Finde ich ein bisschen schade. Also ich finde es halt in dem Sinne übertrieben. Also gleich schon wieder diese Rechtsschiene einfach zu fahren, ne? Weil mittlerweile ist es, muss man ehrlicherweise so sagen, sobald du irgendwas Falsches sagst, wirst du halt sofort in diese Ecke gedrängt. Aber das haben die auch in ihrem Podcast gesagt. Und was ich auch jetzt gerade ein bisschen, ich meine, der Podcast von denen wird jetzt gerade so ein bisschen defamiert auf ein, zwei Themen. Weißt du, die haben ja mittlerweile 140, 150 Folgen oder sowas, nehmen zweimal die Woche, kommen Folgen online. Jetzt habe ich gerade mal diesen Weltartikel, der auch relativ aktuell ist, mit der Einleitung: Zwei junge Podcaster. Philipp Hopf ist meiner Meinung nach jetzt in Anführungszeichen nicht mehr jung unbedingt, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ich glaube, der ist auch schon 40, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Geben Tipps für Kryptowährungen und klagen über die Gemeinheiten des Feminismus. Also, weißt du, mir kommt es so vor, als ob die Leute hier einen Übertitel mal von irgendeiner Folge rausgesucht haben und darüber können wir jetzt einen Artikel wieder drüber schreiben, ne? Oder wenn ich den Artikel jetzt noch mal ein bisschen so weiterlese: Vor 5 Tagen schlug im Stern eine Redakteurin Alarm. Ihr Sohn, 14 Jahre alt, smarter Typ, beliebt, das steht überhaupt nicht in diesem Artikel drin, also dass er ein smarter Typ und beliebt ist, würde die AfD wählen, wenn er könnte, weil er sich einen hocherfolgreichen Podcast namens Hoss und Hopf reinzieht, in dem zwei Kryptowährungsinfluencer, ist egal, was die sonst so machen, aber erstmal als Kryptowährungsinfluencer, ständig rechte Sprüche klopfen. Also auch hier wieder komplett ständig rechte Sprüche, dass du hier sofort wieder in die rechte Ecke gezogen wirst. Wobei man ja auch dazu sagen muss, ne, und das ist ja auch bekannt, dass Philipp Hopf, seine Frau, ja auch Muslima ist, ne? Die ja auch verheiratet sind, ein Kind haben und sowas, ne? Das sind mir immer so die liebsten Sachen, dann gleich in die rechte Ecke, aber ja, ich habe ja eine muslimische Frau und sowas. Was aber nie in irgendeinem Artikel, den ich bis jetzt gelesen habe, irgendwo mal zur Sprache kommt. Also, ich find's halt irgendwie nicht gut, dass du alles gleich in dieses rechte Eck reinschiebst. Ich verstehe das nicht. Ja, das finde ich zum einen nicht gut, zum anderen diese sprachliche Mittelbedienung in diesem Moment, wo sie dann halt natürlich auch reinschreiben, bedienen sich ständig, als würden sie es immer machen. Das ist so wie als hast du Ja. Streit zu Hause und sagst, immer ist das so und so. Das macht alles schlimmer, überdramatisiert alles und das sollte einfach nicht sein. Und wenn du schon liest, man soll sowas in Streitzeit, halt, sage ich mal, nicht anwenden und dann wird es aber so weit oben angewandt in der Recherche und so, weiß ich nicht. Sehr schwer. Finde ich ziemlich, ziemlich eklig, muss ich ganz klar so sagen. Ja, das ist halt dann zwecks, wie du sagst, Meinungsfreiheit und sowas, finde ich das schon, ich finde das schon heftig. Auch jetzt, ich lese jetzt mal den Artikel weiter. Natürlich sei sie fürchterlich erschrocken gewesen, erzählt die besorgte Mama. Sie hätte sich doch immer bemüht, dass ihr Sohn wertschätzend hinterfragt, klug und scharf argumentiert, Zusammenhänge erkennt. Doch trotz des Faktenchecks, mit dem sie seine Gedanken reinigen wollte, blieb der Junge vernagelt. Also, manche Artikel, ne? Wenn ich jetzt sowas schon lese, ne? Aber ich meine, es ist ja auch von der Welt, ne? Es ist ja jetzt kein unbekanntes Nachrichtenportal oder so. Ich meine, ich glaube, die haben sogar einen eigenen Fernsehsender oder sowas, ne? Aber
Ich finde, es geht, das ist jetzt, wir sind an so einer Grenze angekommen, wo zwecks Meinungsfreiheit, wo es schon echt kritisch wird. Wenn es rechts ist, sperrt die Scheiße. Ganz ehrlich, bin ich der Letzte, der irgendwas dazu sagt, ne? Aber so einzelne Passagen und dann nicht mal Zitate hier in solchen Artikeln rauszubringen, ne? Boah. Es ist echt kritisch. Muss man ehrlicherweise wirklich so sagen. Ich meine, wir haben natürlich Meinungsfreiheit, aber sowas, vor einem Jahr hat es niemanden gejuckt. Jetzt plötzlich kaum der größte Podcast, die wissen, dass sie hunderte Millionen von Klicks haben. Plötzlich wird es interessant, ne? Und dann sofort in die rechte Ecke schieben. Ja, und Boah. direkt so annehmen, als würden alle von denen direkt die AfD wählen oder sowas, ne? Ich meine, sie nehmen keine Namen in den Mund, mich juckt das Ganze nicht. Mir ist das egal. So weiß man nicht. Die Leute können ja auch eine negative Meinung von den beiden entwickeln. Sage ich mal so oder so, das wird ja auch vollkommen außen vor gelassen. Was ist denn allgemein so deine Meinung zu dem Thema? Stimmt das, was die in den News und Nachrichten so berichten? Oder womit beschäftigt sich denn dieser gesamte Podcast allgemein? Du sagst ja, du hörst ihn regelmäßig, daher bist du wesentlich tiefer da drin als ich. Womit beschäftigen die sich denn sonst noch so, um das einfach auch mal so ein bisschen klarzustellen für Leute, die den Podcast nicht aktiv verfolgen? Also der Podcast hat im Endeffekt sehr, sehr viele Themen. Also es geht natürlich auch teilweise um Mindset und sowas, was wir halt hier auch teilweise machen, ne? Dass wir sagen, den Leuten ins Gewissen reden und so Routinen und sowas reinbringen und sowas. Das ist ein Teil. Und dann natürlich halt auch so kritische Themen. Ich habe mir jetzt die letzten zwei Folgen noch nicht angehört, aber zum Beispiel Putin-Interview. Dann gut, manche Passagen sind dann schon ein bisschen auswürfender, wie zum Beispiel USA versus Texas, droht ein Bürgerkrieg und sowas. Natürlich ist es sowas Polarisierendes, ne? Die Folge habe ich mir ehrlich gesagt aber auch nicht angehört. Aber dann sind halt auch so normale Themen, Elon Musk mit dem Chip jetzt, was jetzt diskutiert wurde, normale Sachen. Aber wo haben wir es denn hier? Zum Beispiel Folge 139, so verschwendet Deutschland Milliarden Steuergelder. Und da ging es halt das zum Beispiel, wo, dass wir Radwege in Peru und sowas, das sind Fakten. Da muss man ja wirklich sagen, das sind Fakten und sowas. Das ist halt aufgetaucht und sowas, die Liste, dass wir da und da das Geld hinschicken und sowas, aber für die eigenen Bürger kein Geld haben und sowas. Solche Themen wurden diskutiert. Und dann gab es natürlich auch ältere Folgen, wo natürlich auch Thema Flüchtlinge und sowas war. Aber man muss auch dazu sagen, es war halt alles faktenbasiert. Also die Quellen und sowas stehen, so viel ich weiß, bei denen auch bei YouTube teilweise drunter und sowas. Das sind Fakten gewesen. Und dann halt gleich zu sagen, keiner von denen hat sich irgendwie rechtsradikal oder sowas geäußert, ne? Also das muss man natürlich, muss man die auch in Schutz nehmen, ne? Keiner von denen hat irgendwie gesagt, ja, jetzt hier Ausländer raus und sowas. Finde ich auch nicht gut, wenn das wäre, dann wäre ich sofort, würde ich auch sagen, Alter, sperrt das, ne? Aber wie das halt jetzt gerade abläuft. Dass diese Medienhetze und dann so von jetzt auf gleich, ne, jetzt plötzlich kommen innerhalb der letzten 4 Tage ununterbrochen Artikel, Videos werden gesperrt und sowas, finde ich den falschen Ansatz. Ganz ehrlich. Und auch jetzt Kinder damit reinzubringen, ja, 14-Jährige hören sich das an, ey, ja, Leute, da müsst ihr vielleicht mal eure Kinder möglicherweise auch ein bisschen in Schutz nehmen. Bin ich jetzt da mal, es ist jetzt meine persönliche Meinung, ne, dann passt mal auf, was eure Kinder so sonst noch so machen, ne? Außer Podcast anhören, ne? Da muss auch ein bisschen Kontrolle auch dahinter sein oder macht den Podcast auf 18 oder sowas, ne? Aber natürlich sollte man seine Meinung auch nicht nur anhand von einem Podcast widerspiegeln. Ganz, ganz wichtig. Man sollte danach vielleicht auch diesen Podcast dann nutzen, um seine eigene Recherche zu machen. Aber, und da verstehe ich jetzt diese Artikel auch nicht, es wird dir jetzt bewusst die Meinung von Millionen von Menschen so getrieben, die den Podcast erstens vielleicht nicht kennen. Das sind jetzt zwei Rechtspopulisten, die sind AfD-Wähler und sowas, ne? Das dürft ihr nicht anhören. Finde ich nicht guten Aspekt. Jeder soll sich anhören, was er möchte, aber auch seine eigene Meinung bilden. Aber so wie das gerade läuft, finde ich es nicht gut. Also bin ich ehrlich, ich bin auch ein bisschen schockiert, dass das halt schon solche Ausmaße annimmt. Weißt du? Ich habe Ich jetzt sehr, finde sehr es kritisch geredet. schade. Ja, schade kann man dazu auch sagen. Ansonsten, ich stehe natürlich auf der Seite von Hoss und Hopf und ich unterstütze auch deine Seite und Meinung. Man sollte nicht aufgrund eines Podcastes seine komplette politische Meinung fertigen. Ja, das funktioniert einfach nicht.
Lest selber ein bisschen, recherchiert ein bisschen selber und bildet euch am Ende eure eigene Meinung. Denn jeder Mensch ist immer subjektiv. Wir sehen nicht die Welt, wie sie ist, sondern wir sehen die Welt, wie wir sind. Von daher, nehmt euch die Zeit, hört euch das an, gegebenenfalls, wenn ihr Lust und Laune daran natürlich habt. Und macht eure eigene Recherche. Lest, was gewisse politische Parteien machen. Lest, ob das alles stimmt. Recherchiert das nach und bildet danach eure Meinung am Ende des Tages und nicht irgendwie anders an der Stelle. Ja, stimme ich dir absolut zu. Und vor allem, also jeder sollte sich sowieso die Zeit nehmen, sich Meinungen zu bilden. Jeder sollte sich die Zeit nehmen, um Recherche vorzuführen und nicht nur, da wären wir jetzt wieder bei dem Medienthema, alles nachzuplappern, was auf ARD und ZDF kommt, bin ich auch kein Fan von. Auch da gilt, lest euch vielleicht ein paar Dinger mehr durch. Aber ich finde einfach so, hör auf, den Leuten das irgendwie als rechts zu verkaufen. Das hat damit überhaupt nichts zu tun, weißt du? Und es gibt vielleicht unglückliche Schnitte dadurch, dass da muss man vielleicht auch ein bisschen aufpassen, weil dadurch, dass ja viele ihre Videos halt cutten, ne, weil die ja auch damit Werbung und sowas betreiben, muss man da denen auch ein bisschen so einen Tipp vielleicht mitgeben, ey Leute, achtet auch mal drauf, was die da so zusammenschneiden, ne, weil du kannst auch vieles aus dem Kontext einfach rauscutten, ne? Dass dann doch irgendwie solche Sachen und dann wird natürlich so ein Shitstorm möglicherweise losgetreten, ne? Aber nur weil du einen 10, 15 Sekunden Podcast-Clip auf TikTok, auf Instagram oder sonstigen Social-Media-Kanälen siehst, nimmt es nicht die ganzen Folgen, die dann teilweise eine Stunde oder sowas dauern. Ist ja bei uns das Gleiche, wenn ich manche Themen oder die Videos hochlade von uns, gab es auch schon manchmal Diskussionen, wo ich mir gedacht habe, ey Leute, hört euch den ganzen Podcast an, die ganze Folge. Und nicht nur den 10 bis 30 Sekunden Clip, den ich hier auf YouTube hochgeladen habe, ne? Aber ich habe irgendwie so die Sorge, dass Meinungsfreiheit immer mehr unterdrückt wird. Also ich habe mittlerweile, muss ich ehrlicherweise sagen, wirklich Angst, teilweise auch mal irgendwie was Falsches zu sagen. Und das geht mir hier auch teilweise im Podcast so, dass ich mir denke, weiß ich nicht, wo ich dann Sachen rauscut oder sowas, ne? Ich meine, wir sind nicht groß, ne? Wir sind noch nicht groß, noch nicht. Wer weiß es, ne? Wir sind nur in den Top 200. Das finde ich immer noch krass, ne? Es kann schneller gehen, als man gucken kann, ne? Und dann plötzlich hast du mal irgendwann mal was in Folge 1 gesagt oder Folge 2 und dann heißt es, der hat das und das gesagt, ne? Das eine von damals hast du hoffentlich rausgeschnitten, oder? Ja, natürlich. Ich schneide öfters mal was raus, weil das sind so Sachen, die kommen halt einfach mal raus, ne? Aber, weißt du, es ist halt mittlerweile. Natürlich haben wir immer noch Meinungsfreiheit. Absolut. Würde ich auch niemals behaupten, dass wir die nicht haben. Aber es wird medial ziemlich angegriffen, sobald du mal was gegen irgendwie die Partei sagst oder die haben das fabriziert und sowas. Wird es halt ein bisschen kritisch, meiner Meinung nach. Und wenn wir jetzt schon gegen Podcasts lostreten, boah, weiß ich nicht. Und dann, wie du sagst, eher dann mal das Gespräch mit den beiden zu suchen, ne? Aber dann nicht ein vorgeschnittenes, wirklich ein Uncut-Video von denen, ne? Weil dann schneidest du das ja auch wieder so, wie du Bock hast, ne? Wäre vielleicht da die sinnvolle Alternative gewesen. Und so wie ich Philipp Hopf ja auch verstanden habe, gab es ja auch ein Interview, aber irgendwie die Interviews, so wie ich das, wurden noch nicht so wirklich veröffentlicht. Also ich habe noch kein Interview gesehen, wo er hinterfragt wurde oder wo er gefragt wurde. Das sind eher so alle Artikel, die hier so drin sind. Und alles diesen negativen, ja, Artikel, die man hier überall so liest. Rechtslibertärer Podcast. Super. Muss das sein? Nee, das Problem ist halt auch so ein bisschen, wer in der Demokratie nicht aufpasst, wacht in der Diktatur auf. Nur mal Ah. so. Ja, ich weiß, was du meinst, aber es ist schon heftig. Also würde ich jetzt auch nicht so unterschreiben. Ich weiß, Ist was du okay, meinst ist und nur ich so mal ein glaube, bisschen was, um nachzudenken. Mehr ja, ich weiß, nicht. was du meinst. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir so weit sind, aber es schränkt halt schon ein bisschen ein, ne? Also so wie da jetzt halt Hetze gemacht wird, finde ich nicht gut. Ich glaube, beide haben sich bis jetzt noch nicht so wirklich dazu geäußert. Zumindest habe ich die letzte Folge, wie gesagt, noch nicht so angehört. Aber ah, da ist noch einer von der Frankfurter Rundschau, wenn ich das jetzt gerade so sehe. Diskursverschiebung per TikTok und Krypto-Bros, wie die AfD und ihr Vorfeld junge Menschen manipulieren.
da halt auch wieder diesen Podcast mit reinzubringen. Ich weiß nicht. Leute, ganz ehrlich, bildet jeder bitte, und das sagen wir euch, glaube ich, auch immer, bildet eure eigene Meinung da draußen. Vertraut nicht auf alles, was wir sagen. Wir versuchen hier mittlerweile echt, oder ich versuche es auch, wenn ich hier irgendwelche Quellen nenne, diese auch zu nennen. Aber nur weil René und ich hier sitzen oder manchmal Benji, wir haben auch nicht immer zu 100% recht. Und wir sollen euch auch, wir wollen euch hier auch nicht sagen, was ihr zu tun oder zu lassen habt da draußen. Jeder soll seine eigene Meinung bilden, jeder soll sein Leben leben, wie er möchte. Sobald es in die schiefen Bahnen abdriftet, bin ich da absolut raus und sowas. Das haben wir hier, glaube ich, auch schon 100.000 Mal gesagt. Wir versuchen euch auch mit Mindset und sowas, euch viel mitzugeben, Positives mitzugeben. Natürlich bleiben da auch politische Themen, wie wir sie auch schon öfters angesprochen haben, auch mal dazu, aber das sind unsere Meinungen einfach. Faktenbasierte Meinungen, die wir aus den Artikeln eben rausholen und nicht von irgendwelchen No-Name-Seiten, sondern von richtigen Seiten. Aber ja, lasst euch oder macht euch eure eigene Meinung selber, würde ich sagen. Was da auf jeden Fall abläuft, momentan bin ich mal gespannt, wo das noch hinführt. Spotify hat sich ja schon geäußert und hat gemeint, nee, entspricht alles den Richtlinien und sowas, alles okay. Ich bin mal gespannt, wie weit es noch geht. Ich hoffe nicht zu weit. Sage ich ganz Ja. ehrlich, es sind schöne, schöne Worte von dir gewesen. Bildet eure eigene Meinung da draußen. Nicht jeder hatte mal recht. Es gibt nicht schwarz und weiß an der Stelle. Es gibt auch noch ein Grau dazwischen. Menschen übersehen gerne auch mal was. Menschen machen Fehler und, und. Ihr seid euer eigener Herr. Beschäftigt euch bewusst mit diesen Sachen, nicht unterbewusst so nebenbei, sondern nehmt euch die Zeit dafür. Und bildet euch eure Meinung gut und sorgfältig, überdenkt gewisse Dinge. Und ansonsten sind das auch meine Worte dazu gewesen. Viel mehr habe ich nicht. Ich Hast auch du noch nicht. was Wichtiges? Aber das war mir jetzt. Nee, ich habe eigentlich so die wichtigsten Artikel, habe ich jetzt eigentlich so genannt. Ich meine, ihr könnt euch ja alle selber, könnt ihr einfach Hoss und Hopf einfach auf Google eingeben, dann kommen euch 100.000 Artikel entgegen. Lest euch die durch, macht euch eure eigene Meinung, hört aber ganz ehrlich auch diesen Podcast dann. Weil es ist genau dann das, ich habe noch nie den Podcast gehört, will aber darüber urteilen. So funktioniert es nicht, bin ich der Meinung. Genauso, wenn man sich über andere Themen wie Politik oder sowas äußert, sollte man schon sich ein bisschen darüber informiert haben und nicht nur ja, das Nachplappern, was halt so von einem gesagt wurde. Das ist ganz, ganz wichtig und das meine ich auch damit. Bildet eure Meinung, informiert euch und dann könnt ihr mitreiten. Oder ihr macht es wie wir zwei, gebt ein auf alles mittlerweile, lebt euer Leben, macht die beste Version aus euch selber, seid mit euch im Reinen und lebt euer Leben. Wie es euch, sage ich einfach mal, gefällt. Lebt es positiv, macht das Beste draus. Jeder hat die Chance, irgendwas aus sich zu machen. Und das jetzt einfach nur, waren jetzt noch mal ein paar schöne Worte von mir, aber es war mir jetzt irgendwie gerade wichtig. Ja, ansonsten, ich habe nichts mehr zu sagen. Du noch? Wenn nicht. Sehr schön, dass dir mittlerweile auch vieles scheißegal ist. Dann hat der Podcast ja schon Wirkung gezeigt. Ja, nee, ich weiß nicht, ich habe mir zuletzt viele Gedanken einfach gemacht. Ich habe mir zuletzt viele Gedanken einfach gemacht. Aber ich denke mir so, warum soll ich Zeit, Kraft und Energie? Ich meine, wir hatten das Thema mit Burnout und sowas. Ich will da nicht mehr hin, ich will mich auch nicht mehr mit sowas viel zu beschäftigen. Das Leben ist zu schade, um mich teilweise damit zu beschäftigen. Das ist auch so ein Ding. Und weiß nicht, der Podcast ist. Und da muss ich jetzt, grüße ich mal meine Mutti da draußen. Passt jetzt zwar nicht ganz so gut, aber die hat vor kurzem mal so gesagt, Podcast ist wie eine Therapie für mich. Und da hat sie einfach vollkommen recht. Ich merke, der Podcast tut mir gut, auch mal über manche Themen zu sprechen. Dann ist das Thema aber auch für mich durch, so weißt du. So diese halbe Stunde mit euch und sowas, das tut mir gut. Ist auch wichtig. Und ja, und damit ist dann die Sache auch für mich gegessen. Dann haben wir darüber gesprochen. Die Leute haben unsere Meinung gehört. Und gut ist die ganze Sache, würde ich sagen. Finde ich aber wirklich sehr, sehr schön. Geht mir manchmal sehr, sehr ähnlich. Ich habe zwar meistens nicht so Themen, über die ich halt eigentlich direkt sprechen möchte, muss man ganz klar dich auch mal loben. Du suchst die meisten Themen dann an der Stelle auch raus. Aber es tut gut, sich über die Themen da mal auszutauschen. Es hat ein befreiendes Gefühl. Und es ist egal, ob ihr das mit Freunden zu Hause macht, ob ihr das wie wir in einem Podcast machen und versuchen, euch daraus was mitzugeben. Hauptsache, es bleibt auf einer schönen sachlichen Ebene oder so. Und da kommt nicht sowas wie in Jugendfreundschaften rum, boah, Alter, bist du behindert, ey, was ist denn das für eine Einstellung und. Das hat dann einen negativen Effekt auf euch, sondern
Pusht euch gegenseitig, macht euch schöne Gedanken, Liebe und Freude verbreiten an der Stelle wie immer. Vielen, vielen Dank für deine ganzen schönen Worte, Manu, und Boing Flip.